Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Harry Potter und der Stein der Weißen. Zu Part 2. Jetzt mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Und fertig. So. Incendio! Es tut mir leid. Ja, ich hab doch ganz gedrückt, Alter. Verarscht mich doch gerade. Was ist? Incendio! Oh Mann. Hervorragend, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Ich habe immer ganz normal gedrückt, aber ich weiß nicht, warum es manchmal meine Knopftastatur-Dings nicht annimmt. Ich raff das auch manchmal nicht, warum es manchmal nicht annimmt. Meine Control. Ich habe das immer bestanden und immer geschafft. Und habe das immer, ohne Witz, ich habe immer die Dinge geschafft. Die Herausforderung. Und ich werde sie auch jetzt wieder immer wieder hinbekommen. Und ich bin auch ganze Zeit ganz gut drin. Und ich bin auch so gut drin. Ja, umsetzen. Ich werde mir auch alle Bilderkarten holen, was es gibt. Natürlich. Ja, so klappt doch. Du möchtest das Passwort für das Porträt wissen? Sei jedoch vorsichtig. Es treiben sich wirklich unheimliche Kreaturen hier herum. Alles klar. So. Ach, da ist eine Katze wieder. Mein armes Kätzchen ist in den Brunnen gefallen. Ich schaffe es nicht, es herauszuholen. Es ist sehr dunkel dort unten. Kannst du mir helfen? Klar. Wenn du es schaffst, den Grund des Brunnens zu erreichen, findest du vielleicht auch mein Kätzchen. Sehr gut. Und los geht's. Tut mir leid, ich manchmal noch Fehler einschleichen, aber das ist momentan bei dem, was ich jetzt, wie ich es jetzt mache, ganz normal, weil ich kann die Steuerung nicht umstellen momentan. Das ist das Blöde, oder nicht umstellen, das ist das Blöde. Früher hatte ich einen Knuddelmuff, aber Fred und George haben Klatscher damit gespielt. Schön. Okay. Jetzt renne ich auch noch da rein, ich Trottel. Okay. Komm her. Komm, friss den Busch, genau. Sehr gut. Komm. Let's go. Also. Digga, abgeht die Post. Ja komm, friss alles, friss die ganzen Büsche, komm. Jawohl. Na komm her. Komm her. Jawohl. Ich lass das mal alles fressen, ist besser, weil sonst kommen wir zu gar nichts hier mit. Also. Perfekt. Schaff's gut raus jetzt. Hier ist ein Geheimnis. Machen wir gleich mal. Aber ich schaff's jetzt wieder raus. Super. Wir sind jetzt bei Part 2. Hallo, Harry. Versuch. Alter.
So. Ey. Ja, den Teil da auszuweichen ist schon. Nein. Weil du dann nie, ja, weil du dann nie weißt, wo die hinhüpfen, die verdammten Drecksviecher, ey. So, den habe ich schon mal. So. Wo ist die letzte Scheiße? Hier. Hab's. Perfekt. Gut gemacht, Harry. Du hast alle Birdbots-Bohnen eingesammelt. Ah, ja. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen. Perfekt. Und natürlich werde ich das immer wieder hinkriegen und schaffen. Aber sag mal, wissen Sie den ersten Teil auch? Nein, will ich nicht sehen. Mal gucken, ob ich danach noch mal einen aufnehme, aber ich mache den jetzt noch. Dann. So, komm her. Und friss das Ding. Jawohl. Friss das hübsche Büschlein, komm. So. Perfekt. Und der letzte. Ah, ich hab's schon lange nicht mehr gespielt. Ich bin froh, dass ich eigentlich wieder Harry Potter spielen kann. Mal gucken. Nein! Da bist du ja. Hi. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Du bist ein fettes Stück Scheiße, aber das weiß ich. Kannst du mir ein paar Feuersamen von einer seltenen Pflanze aus dem Wald holen? Die Pflanze steht ganz in der Nähe der schluckenden Wasserspeier. Mhm. Da sind schon öfter komische Dinge passiert. Sei vorsichtig. Klar. Du bist so ein Penner, Hagrid. Weißt du das? Du kannst ja aber auch mal was machen. Echt. So, speichern wir mal. So, okay. Da geht's nicht rein. Besser nicht. So, ja, warte mal. Von wo bin ich gekommen? Von da hinten. Okay, das heißt, ich muss dann da entlang. Hier machen wir so. Flippendo! Aus dem Weg, Harry! Hier unten ist ein riesiges Monster! Wo? Ja, ja, du mich auch mit deinem Monster. So. Jetzt. So. Ah, okay, dann kann ich da hin, aber geht momentan nicht. Da brauche ich erstmal genügend Bohnen dafür. So. Nehme ich den Geheimgang noch mit. Hallo, Harry. Versuche alle Birdie Botsbohnen einzusammeln. Klar. Scheiß. Ha. So. Och, jetzt hau doch mal ab, ey, Missgeburt, ne. Zwei. Hau ab. So. Ja. Geschafft. Gut gemacht, Harry. Du hast alle Birdie-Bots-Bohnen eingesammelt. Natürlich. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Klar. Will ich gerade nicht nachgucken.
So. Okay. Dann machen wir uns mal zu dem hingehen, wo das Monster entlang kommt. Hier. Ah ja, hier gibt es auch ein neues Geheimgängchen. Hä? Genau das habe ich gemeint, dies habe ich gesucht. Neue Villa-Karte, perfekt. Ja, ja, das ist Dreieck, wo du diese Dingung hast. So. Angest of Woodcroft. Yes. Hey. Ah, okay. So. Erstmal speichern wieder. So. Okay. Und dann durch. Ich habe immer noch alles gut raus, finde ich. So schwer ist das alles gar nicht. Oh Mann. Ja. Ja, komm her. Oh ja, nerv jetzt nicht. Ey. Warte. Hallo? Na also. Na also, wir haben es langsam raus, den ganzen Bogen wieder. Okay. Komm. Jetzt. Reicht's aber. Wirklich, du nervst, ey. Jetzt. Ich weiß, im Schutzpunkt müsstest du bekommen. Wingardium Leviosa. Dann komm mal her, Freundchen. So, hoch mit dir. Also, ein paar neue Blümchen. Kann man nicht verwehren. Ey. Natürlich ist das alles einfach. Und lasse ich auch so. Aber den habe ich einfach im Schlossflug manchmal nicht gekriegt. Das war das Problem. Okay. So. So. Jetzt aber. So. Let's go oder Lego, wenn man das gerne haben möchte. Ui, pass bloß auf, Harry, fall da bloß jetzt nicht rein. Hoch mit dir. Ja, du kletter hoch, Harry. Perfekt. Es ist so schwer, es ist gerade auch mal dann halt wieder. Aber manchmal nimmt es die Knöpfe nicht an, ich weiß nicht warum. Aber egal. Okay. Warte. Ja. Danke. Und hoch. Dann wollen wir mal gucken. Und die Feuersamen holen. Perfekt. Okay.
dann ist hier rüber. Perfekt. Lass mal die ganzen Bündchen einsammeln davon, was es da gibt. Okay. Nochmal hoch. Nach hinten und... Ja, komm. So, und jetzt hoch mit dir, komm. Perfekt. Jetzt haben wir es raus. Er ist ja auch nicht schwer. Ist ganz einfach. Warte mal. Komm her. Friss den Busch. Hier drüben. Komm her. Mitkommen. Schön mitkommen, Freundchen. Hä? Wo ist dieses blöde Vertragsvieh? Hier. Mitkommen. Mhm. Brav mitkommen. Ey. An. Komm mit. Hierher. Also. Drecksvieh. Perfekt, das ist zu, das Hammer. Dann... Ja, Harry, jetzt geht er hoch, Alter. So. Super, jetzt machst du prima, Harry. Leg den Hebel um. Okay. Bam. Schloss ist offen. So. Dann hier runter. Und hier hinten hoch. Ja. Perfekt. Ein paar neue Böhnchen. Jawohl. Und zieh durch die Tür. Na, ich glaube, das ist der letzte Part, was ich für heute mache. Ja, darüber zu kommen wird einfach. Ja, ja, ist gut jetzt. Da sammle ich auch die ganzen Bohnen ein. Alter. Hm. Ja, komm. Haben wir es jetzt bald? Nein, nein. Die Feuersamen. Los geht's. Heute. So. Aber trotzdem komme ich gut weiter. So, und jetzt rüber. Und? Ja, scheiße. Schön hoch, sonst verbrennst du dir noch die Füße, mein Freund. Alter, das war verdammt knapp. Aber das ist sie, wir haben es ja geschafft, Gott sei Dank. Wir haben langsam gut den Bogen damit raus. Alle drei Böhnchen mit eingesackt. So. Nein! Da sollte ich eigentlich gerade nicht reintreten. Hilf rüber. Das hebe ich mir auf und später. Weil ich denn. So. Nein! Komm hoch, Harry. Incendio! Jetzt gucken wir mal, dass wir das hinkriegen ganz schnell. Verarscht, ey Junge!
ohne Witz. Incendio! Das ist, ich drück die ganze Zeit, aber das nimmt nicht die Schiss. Ja, nimm doch an, Alter. Ich versteh's nicht, warum hat die Knöpfe nicht an? Ich drück die ganze Zeit, aber dann nimmt die scheiß Knöpfe nicht an, diese Missgeburt. Das hasse ich gerade. Guck. Sorry Leute, aber ihr habt gesehen, die ganze Zeit die Knöpfe nicht angenommen. Ich drück die ganze Zeit. Incendio! Das merkt ihr, dass der Fix die Knöpfe nicht annimmt. Ich drück die ganze Zeit diese scheiß Knöpfe, aber der Fixer nimmt die Knöpfe nicht an. Ich versteh's nicht warum. Das ist einfach ärgerlich, dass die Sau die scheiß Knöpfe nicht annimmt. Ich drück die ganze Zeit. Der Fixer nimmt die Knöpfe nicht an, dass ich so kotzen finde. Sorry Leute, aber ich schwör's. Ich drück ganz den Knopf, aber dann nimm ich ihn nicht an. Guck. Der Wichser nimmt die Knöpfe nicht an. Ich versteh's nicht warum. Ich versteh's nicht. Der Wichser nimmt die Knöpfe nicht an. Incendio! Ich drück doch ganz den Kreis und das alles, Alter. Was hat er? Der will's nicht annehmen. Junge, ich drück doch ganz den scheiß Knopf, aber der nimmt's nicht an. Incendio! Sorry Leute, ich versteh's nicht. Incendio! Leute, ich versteh's nicht. Warum hat die Fix... Incendio! So, ich weiß, jetzt weiß ich, warum das der Ding so... Thank you.
Incendio! Jetzt weiß ich, was der Dings manchmal meint, der Benny. Warum er dann sagt, dass der Huhn so die Knöpfe nicht annimmt. Sorry, ey, ich drück doch ganz halt die. Sorry, Leute, wirklich ohne Scheiß. Ich drück jedes Mal die Knöpfe, wenn sie kommen. Aber. Ich weiß nicht, warum der es nicht annimmt. Ich verstehe es nicht. Dass das manchmal annimmt und gar nicht annimmt. So wie jetzt. Ey, Leute, wirklich, ey. Sorry. Wirklich, echt, ohne Witz. Ey, ohne Witze. Incendio. Was ist los? Warum ist die scheiß Knöpfe nicht an, du Blöder? Hey, jetzt. Sorry Leute, aber ihr habt gesehen, ich habe die ganze Zeit gedrückt. Aber der hat sie nicht angenommen. Der hat sie einfach nicht angenommen. Ich weiß nicht warum nicht, dass er sie nicht. Hoch mit dir, Harry, komm. So. Manchmal nimmt er sie an, manchmal nimmt der Controller sie nicht an. Das ist. Ich raff's irgendwie nicht. Und jetzt weiß ich, wie sich Benny Bunny 5 dabei fühlt, wenn er dann auch mal hingeht und sagt, dass die Knöpfe nicht angenommen werden. Dass der Ding die Knöpfe nicht annehmen will. Da kann ich den manchmal verstehen jetzt. Aber ich weiß nicht, warum er manchmal die Knöpfe nicht angenommen hat bei mir. So. Das tut mir auch so, dass das so lange gedauert hat, um Knöpfe annehmen, sorry. Aber ich habe immer die gleichen Knopfkombinationen gedrückt. Er hat sie einfach nicht angenommen. Ich verstehe es nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Aber egal, wir haben es jetzt geschafft, Gott sei Dank. Wir haben jetzt die blöden Feuersamen. Und jetzt fahren wir bloß zurück. Dann haben wir es geschafft jetzt endlich. Ich hab's jetzt so und so mit der Steuerung ganz gut raus. Sehr gut raus. Ich kapiere die Steuerung jetzt ganz gut wieder. Ich kann's jetzt mit der Steuerung auch. Aber das Blöde ist jetzt, dass manchmal häufig die Knöpfe nicht annehmen. Du hast ja auch beim Ding gesehen, vorhin. Wie ich doch und da sag ich, dass ich die so den gescheuert habe. Das passiert nie wieder. Das mache ich auch nicht mehr. Klar. Aber trotzdem. Das passiert alles nicht mehr, wird auch nicht mehr sein. Aber ich find's einfach selber nur blöd bei sowas. Ach komm raus, jetzt komm raus, Harry, Mann. Ich find's manchmal einfach nur bekloppt, wie er manchmal die Knöpfe nicht annehmen will. Das ist das Problem. Vielleicht mache ich nur den Part, dann ist Schluss, dann mache ich wahrscheinlich, dann nehme ich morgen wieder auf. Wir werden es aber durchbekommen, auch die Kammer des Schreckens und alles klar. Jetzt. Aber da kann ich manchmal den auch echt verstehen, warum er dann sagt, warum er die Knöpfe nicht annehmen will.
kann ich dann verstehen manchmal, wirklich, echt. Das kann ich dann verstehen, dass er dann sagt, warum, dass der Controller die Knöpfe nicht annimmt. Jetzt weiß ich's. Bei mir ist es auch ein paar Mal so gewesen. Bei mir hat er auch ein paar Mal, jetzt mehrmals häufig die Knöpfe nicht angenommen. Ja klar, jetzt habe ich wenigstens ein neues Leben. Gut gemacht, Harry. Hast die Feuersamen gefunden. Ja. Jetzt zeige ich dir, wofür ich sie brauche. Findest du? Aber ein Geheimnis. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Was bist du für ein Idiot, Alter? Putz dir das selber ab, du Drecksack. Entschuldigung, aber gerade wirklich, das ist... Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Mm. Hab das von einem Mann im Eberkopf bekommen. Ist ein Drachen. Okay. Brauch ein paar Feuerkrabben, um es nochmal ordentlich heiß werden zu lassen. Damit es schlüpft, leg sie ins Feuer, Harry. Er hat es trotzdem bald schaffen, natürlich. Das ist trotzdem... Es geschafft, Harry! Es schlüpft! Das ist trotzdem ein gutes Let's Play, natürlich. Das ist trotzdem ein gutes, hammermäßiges, klasse Let's Play. Auch wenn da ein paar Fehler drin sind. Schöner. Auch wenn Fehler ein paar drin sind, und das ist normal. Ist er nicht Wunder, Harry? Bist ein echter Freund. Ja, danke. Möchte dir dieses Buch hier geben. Herzlichen Dank, aber ich hätte den Drachen gehabt, aber egal. Ah, oh, guck. Sollte Norbert bald was zu... Sehen uns später, Harry. Klar. Danke nochmal. Klar, nee. Weil, aber schau, weil, da wäre es halt besser gewesen, weil, nicht besser gewesen, aber was ich gerade sagen wollte, das ist ganz total, das ist total normal, weil, wenn du hingehst, das wäre ja langweilig, wenn in dem, wenn du spielst und es, das in deinem Let's Play, da hätten keine Fehler vorkommen, dass du keine Fehler machst, dass da keine Fehler kommen würden oder passieren würden, das wäre ja dann schon ein bisschen blöd, wirklich, weil du musst da müssen halt auch mal ein paar Fehler kommen, drinstecken. Das ist in jedem Let's Play so, weil das kann nicht ohne Fehler gehen, komplett ohne Fehler gehen. Das geht nicht. Du kannst nicht komplett fehlerfrei spielen. Hammer. Hä, waren wir da schon drin in dem? Haben wir das Geheimnis schon gehabt? Nee. So. Hier gibt es wenigstens wieder ein paar Böhnchen. Finde ich gut. So. Hier Kichererbsen. So. Aber guck mal, wir sind ja schon weit gekommen, schon ein bisschen weit gekommen. Und wenn wir das mit der Steuerung und das alles jetzt nicht raus hätten, dann wären wir überhaupt nicht so weit gekommen. Machen wir mal so und so. Sonst kriegen wir auch alles hin. So, okay. Ach, da ist Ron. Okay, renne ich mal zu dem hin. Folg mir, Harry. Du errätst nie, was ich gefunden habe. Okay. Ich weiß nicht, was du jetzt hier gefunden hast, aber egal. Aber warte. Lass mich mal kurz speichern hier. Ich nehme immer die Gelegenheit zu speichern, das ist besser. Nee, Quatsch, ich mache jetzt nur noch den heute. Mach jetzt den fertig. Den Part, dann ist Schluss für heute. Aber ich werde sie heute auf alle Fälle hochladen. Das ist auf alle Fälle. Die werden heute noch kommen. Aber seid froh, Hauptsache ich spiele, Hauptsache Harry Potter und die Steine der Weißen kommt. Ich hab's euch versprochen. Aber ich muss mir nur für die anderen Teile dann was einfallen lassen. Ich muss warten, bis die Kamera des Schreckens kommt, dann werde ich die noch hoch, werde noch dann Mission Impossible hochladen, dann mache ich mit Hallo, mir wieder. Harry. Versuche. Ja, wieder alle Birdie Pots Bohnen da zusammen, naja. Ja, ey. Wo die wieder spawnen überall, das ist nicht normal. Oh, verpisst euch, ihr Drecks-Dinger, ich komme gar nicht mehr. Oh, Alter. Shit.
So. Nee. Nix da. Heute nicht. Gut gemacht, Harry. Du hast alle Bertie Botts Bohnen eingesammelt. Okay. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Sind sie echt auch nicht so weit geschafft mit den Dingern hier? Aber weil es halt ein bisschen schwer hier war, auch leicht mit den Kunden, die es da ist. Aber anders wollte es ja gar nicht, weil wenn es alles so leicht gehen würde, wäre es ja echt bekloppt. Aber deswegen finde ich es jetzt so sehr gut. Aber ich finde die Harry Potter Teile einfach genial. Nochmal speichern. Das macht schon Spaß, Harry Potter. Okay, jetzt muss ich kurz zu Ron. Ah, okay, das passt schon. Ich muss dann dadurch. Ach so, wegen dem Quidditch, ja. Alles gut. Dies ist der Eingang zum Quidditch-Platz. Erstklässler wie wir dürfen leider nicht mitspielen. Klar, wenn was passieren würde. Ich habe gehört, dass sie manchmal eine Ausnahme machen. Allerdings nur, wenn jemand sehr, sehr gut ist. Klar. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Klar, mach ich. Hi, Neville, alles klar? Malfoy hat meine Erinnerung mich gestohlen. Er ist über das Schulgelände geflohen. Ich brauche meine Erinnerung mich, um meine Kröte wiederzufinden. Klar. Bitte hilf mir. Natürlich. Komm mit. Ich zeige dir, in welche Richtung er gelaufen ist. Malfoy wieder. Blöder Idiot. Dich kriege ich. Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Klar. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes... Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Glaubst du etwa, du solltest immer schön nach meinen Klatschern Ausschau halten? Ach, verdammt. Ja, schön für dich. Ja, komm. Vergiss es mir voll. Vergiss es, Freundchen. Hab dich wieder, siehst du? Freundchen, bleib hier. Ich erinnere mich zurück. Nein. Egal. So. Lass es mir verdrehen. Du kriegst, du schaffst es nicht. Vergiss es, Alter. Gerade Freundchen. Das Glück, das Glück, dass ich den Besen nicht habe. Wenn ich den anderen Besen hätte, den Nimbus 2000, dann hätte ich dich schon eingeholt, Freundchen. Ach, verdammt. So. Oh, Alter, wie viel Kurven brauchen wir noch von der Kacke, Alter? Hey. So. Mit dem schaffen Wissen, was ich da bekriege, wo ich den niemals sein oder war. Oder nicht richtig ein, besser gesagt. Verpiss dich mit deinem Klatschen, du Penner. Ich hab noch nie solche Probleme hier mit gehabt, Alter.
Alter. Hör auf, komm. Jetzt habe ich dich gleich mal voll. Hab dich. Du hast meinen Besen kaputt gemacht, Potter. Klar. Schieß euch. Nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Ach, komm schon. Gib nicht so an, Alter, du Penner. Ich hab dich besiegt, Alter. Hätte ich den Nimbus 2000 gehabt, dann wäre ich schneller gewesen. Mit diesem lahmen Besen kann ich ja auch nicht schaffen, ey. Boah. Mit diesem lahmen Besen geht ja auch nichts. Hi. Da bin ich wieder. Du hast meine Erinnerung mich zurückgeholt. Klar. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums für Kräuterkunde gelassen. Mhm. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Oh Gott, dann behalte ich mal lieber. Harry, ich bin Professor McGonagall, mhm. Stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Also. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Sieh, dass du schnell zum Quidditch-Platz kommst. Dein erstes Spiel gegen Hufflepuff fängt gleich an. Okay. Aber Malfoy hat doch erst da angefangen mit dem Stress. Tut mir leid, dass ich den dann verfolgen musste. Oh Mann. Mein erstes Quidditch-Spiel geht los. Wow, du wirst Quidditch spielen. Ja. Und auch noch als Sucher. Ich wollte dir nur... Ja, danke. Jeder spricht darüber, dass du Sucher werden wirst, mhm. Harry. Warum? Du wärst dann der jüngste Sucher von ganz Hogwarts in diesem Jahrhundert. Ist doch okay. Sobald ich es gehört habe, bin ich losgerannt, um dir zu gratulieren. Wusste, dass du den Schnatz als Erster kriegen würdest. Klar. Gib mal eine Zorn. Geh mal rein, mach mich fertig und dann los. Ach, gegen Hufflepuff. Ja, doch, das kriegen wir locker hin. Müssen wir hinkriegen. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Die Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen, ihn durch die Ringe zu werfen, um mhm. Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Besen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen diese Klatscher ab. Der neue Sucher im Gryffindor-Team ist Harry Potter. Klar. Es ist seine Aufgabe, den goldenen Schnatz aufzuspüren mhm. und ihn dann zu fangen. Achtung! Wenn der Schnatz auftaucht, setzt er Geschwindigkeitsringe frei, die es dem Sucher möglich machen, schneller zu fliegen. Kriegen wir hin. Da kommt Potter! Yeah. Was sind wir auch hin? Okay, ich glaube, das ist der neue... Das ist der neue Besen, wahrscheinlich der Nimbus 2000. Aber Gott sei Dank haben wir den für hier. Aber ich hole mir den noch, keine Angst. Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? Potter hat den Schnatz gesehen. Okay. Yeah, Lupin. Potter jetzt kurz davor. Potter wäre beinahe getroffen worden. Es ist der helle Wahnsinn. Das ist das erste Quidditch-Spiel. Hervorragend! Er weicht einem heranrasenden Klatscher aus. Perfekt. Potter verliert die Kontrolle. Seht euch nur Potter an. Potter wäre beinahe getroffen worden. Hä? Da kommt der Sucher von Hufflepuff. Ach so. Der Drecksucher jetzt. Thank you.
Hops. So, komm schon. Er muss ja. Jawohl. Hab dich. Yeah. Gewonnen. Gut gemacht, Harry Potter. So. Quidditch-Spiel 1 gewonnen. Jawohl. Ach, da lacht ja die Jordan, dieser kleine Teufel. Super. Wir haben das erste Quidditch-Spiel gewonnen. Mit der Einstellung, die ich weiß, ich hatte. Die ist geil. Oh, Snape wieder. Sieh mal einer an. Ist das nicht der berühmt-berüchtigte Mr. Potter? Ja, bin ich. Erinnerst du dich noch an meinen Namen? Ja. Ich bin Professor Snape. Und ich weiß alles über dich, mein Junge. Ach, wirklich? Ist das nicht ein Buch aus der Bibliothek, das du da in deiner verkrampften kleinen Hand hältst? Keine Ahnung. Laut Vorschrift dürfen keine Bücher aus der Bibliothek mitgenommen werden. Ich werde es beschlagnahmen. Danke. Junge, hast du Sprachfehler, oder du schon wiederholst? Meine Güte, oh ja, Karte. Sobald das verschwundene Faultierhirn wieder aufgetaucht ist, werden wir mit der ersten Zaubertrankstunde beginnen. Hm. Ja, schön. Bin ich. Erste Quidditch-Runde geschafft. Wann kommt? Hey, das ist ein Stück von einer Karte. Moment mal, das sieht nach Fred und George aus. Auf der Karte ist ein vergessenes Gebiet eingezeichnet, das hier irgendwo sein muss. Könnte es nicht hinter der alten, rostigen Tür sein? Mhm. Dann mach sie auf. Auf der Karte steht, dass es ein magisches Wort gibt, mit dem man die Tür öffnen kann. Nun, es lautet Alohomora. Dann öffnen wir die Tür, komm. Wow, sieh nur, ich hab die rostige Tür geöffnet. Super, was gut. Lass uns nachsehen, wohin sie führt. Gut, let's go. Das Lied. Jawohl. So. Dann speichere ich mir hier schnell ab, das Ganze hier. So, Dede. So, los geht's. So. Wow, ich wette, da haben meine Brüder das Faultierhirn versteckt, das Snape sucht. Wir teilen uns auf und sehen uns ein wenig um. Klar, können wir machen. So. Okay.
Incendio. Und weh, wenn es jetzt hier nicht annimmt, dann raste ich echt aus, weil das ist dann... Das meine ich, da hat gerade die Stimme nicht angenommen. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, aber morgen wieder. Gute Nacht.